So, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Estranged Akt 1. Und das ist auf jeden Fall nicht nett. Mann, Mann, Mann. Reloading. Die brauchen sie ja eigentlich gar nicht wissen. Ein paar Medikits könnten ja auch mal droppen. Oh. Das ist schon ganz gut. Ha. Aha. Du hast mich nie gesehen. Ich bin ein Ghost Knight. Oh mein Gott! Munition. Noch mehr Munition. Yeah, Mann, das geht ganz schön ab gerade. Oh mein Gott, der hat auch noch Munition. Nee. Und jetzt kommt hier erstmal ein bisschen Jump in One Action. Okay, man merkt, das Spiel ist nicht perfekt, weil bestimmt sollte jetzt theoretisch keine Musik mehr laufen, aber... Ihr wisst ja, ich bin ja gerne am Durchrushen. Alter, ist das hell draußen. Junge. Augenkrebs. Wollte nämlich gerade mit der Faust schlagen. Ich spare mir jetzt dämliche Kommentare dazu. Okay, oben angekommen. What the fuck? Ich sehe noch nicht mal mein Fadenkreuz. Mann. Das ist schwer ohne Fadenkreuz. Back in 5 Minutes. Oh ja, geil. Ranfahren. Ah. Das habe ich mir jetzt irgendwie leichter vorgestellt. Wahrscheinlich müssen wir das Tor da aufmachen. Ja, genau so. Dann steigen wir mal wieder aus. Wofür habe ich denn mehr Schuss? Hier, auf jeden Fall. Ich könnte ein bisschen mehr Leben gebrauchen. Ah, das war's von dem Schloss. Na dann. Oh, ich muss feststellen, jetzt wo wir hier so im großen Außengebiet sind, habe ich doch eine niedrigere Framerate. Was? Unfreundliches Personal schon wieder. Mann! Oh, langsam wird's knapp hier mit meinem Lebensgedöns, ne? Aber immer Munition für den Papa.
Meine Fresse. Aber es sieht nicht schlecht aus für sein Alter dieses Jahr. Nee. Ich meinte damit eigentlich für das Alter der Engine. Ne? Denn es sieht wesentlich besser aus als zum Beispiel Half-Life 2 ohne Grafikmods. Und wir schauen mal, wo wir hingehen können. Interessant. Da kommen wir wahrscheinlich gar nicht hoch, oder? Ne. Da ist nichts zu machen. Ist ein bisschen schade, dass es jetzt hier außen ruckelt. Das heißt, bei Akt 2, wann er mal kommt, irgendwann in 2 Jahren, werde ich dann wahrscheinlich die Grafikeinstellung ein bisschen niedriger setzen, denn es scheint sich dann ein bisschen mehr auf die Außenbereiche zu beziehen. Eine Axt. Oh shit. Und das, liebe Freunde, war der erste Akt von Estranged, also Estranged, Akt 1. Alan Edwards und Kristen Becker, wie auch immer, sind die Hauptdesigner. François Dysfortune, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Dima Kutria, Nicolo Pollard und Tom Wright haben doch mehr mitgearbeitet, als man dachte. Ne, weil es ist ja nicht so ein mega langes, großes Spiel. Aber da ist doch schon einiges hinter gewesen. Naja. Auf jeden Fall spielenswert für Leute, die Half-Life 2 mögen und nie genug kriegen können. Die können Estranged spielen. Falls mal irgendwann der zweite Akt oder alle Akte irgendwie zusammen Geld kosten sollten, so 10 Euro oder so, wie das manchmal bei Steam halt so ist, würde ich das auf jeden Fall kaufen. Und wir gucken uns mal noch weiter die Credits bis zum Schluss an. Das seid ihr ja von mir gewöhnt. Und mal schauen. So viele Tester haben damit gewirkt. Ich nicht. Ich spiele jetzt die fertige Version, die funktioniert. Wie erhofft. Und auch hierhinter auch ein grandioser Soundtrack, der auf jeden Fall dem Spiel sehr viel Flair gegeben hat. Uns richtig gezeigt hat. Und ja. Wow. Beste Credits Ende zum Hauptmenü. Ja. Extras. Errungenschaften, das kann ich noch zeigen. Jetzt, wo wir hier noch die Zeit haben. Vielleicht gibt es ja schon den zweiten Akt, das könnt ihr mal nachgucken. Vielleicht ist ja schon nichts draußen, vielleicht habe ich den sogar schon Let's Played, aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Also für die Leute, die das jetzt aktuell gucken immer. Hier sieht man es, 3 Kapitel gab's. Und ich habe übrigens ohne diesen Grizzle-Effekt gespielt, da ich das meiner Meinung nach schrecklich ist, genau wie Bewegungsunschärfe. Und ja, das war auf jeden Fall Estranged Akt 1. Und mir fällt gerade auf, dass hier im Hintergrund gar nicht das läuft, was hier normalerweise immer läuft. Und warte mal, jetzt kann ich am besten nochmal versuchen, hier das Achievement zu kriegen. Oder ne, da müsste ich so viel laden. Und da habe ich jetzt auch keine Lust zu. Was passiert wohl, wenn ich auf offizielle Website klicke? Ah, dann kommen wir über Steam hier rein. Estranged. Guck mal, sogar den Trailer habe ich nie gesehen. Hello. If anyone
have some supplies, but they're out there. This is Professor George Richmond of the Omnicorp West Testing and Research Facility. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier noch mal ein paar bekannte Szenen gesehen. Das ist ja wunderbar. Mod DB Seite. Ach, hä? Ah, das ist die Mod Seite. Also was stand da? Half-Life 2 Mod Release January the 16th 2014. Ja, das stimmt wohl. So, jetzt muss ich aber wirklich mal ein Folgenende machen, dann ist die doch wirklich ein bisschen kürzer. Und wir sehen uns dann im nächsten Abend.